jetzt, wo jede Menge Mais schon abgehäckselt worden ist, ziehen sich die Sauen in die letzten verbliebenen Maisfelder zurück. Und dort kommt es natürlich zu ganz massiven Schäden. Und da kann es schon mal großen Streit geben zwischen Jägerinnen und Jägern einerseits und Landwirtinnen und Landwirten andererseits. Und um das zu vermeiden, sollte man die Rechtslage kennen. Das heißt, innerhalb einer Woche nach Kenntnis muss der Schaden gemeldet werden. Jetzt fängt es auch noch massiv an zu regnen. Und in Schleswig-Holstein ist die Lage sogar so, dass die Landwirte 50% Mitverschulden tragen an den Schäden, wenn sie nicht Schussschneisen anlegen und wenn sie nicht auch einzäunen ihren Mais, sodass der Schaden minimiert wird. Also bleibt im Dialog mit den Landwirten, sorgt dafür, dass der Wildschaden so gering wie möglich gehalten wird.